sagte Mohammed dem Sender CBS, Frauen sollen dezente und respektvolle Kleidung tragen. Ebenso wie Männer, das setze nicht unbedingt eine schwarze Abaya oder eine schwarze Kopfverhüllung voraus die Entscheidung, welche dezente und respektvolle Kleidung sie tragen wollen. Liegt vollständig bei den Frauen, es war zunächst unklar. Frauen erstmals das Autofahren erlauben zu wollen, Quelle, ntv.de